Wollen wir mal gucken hier. Aha, da unten. Da unten fehlt schon mal wieder was. Da fehlt jetzt komplett an Strom. Haben wir. Okay, hier unten fehlt überall Strom. Das heißt, vermutlich brauchen wir ein neues Kraftwerk. Ausfall. Oh, 100.000, Alter. Kann ich auch das hier nehmen? Zweimal Leistung. So. Strombedarf ist trotzdem nicht gedeckt. Ja, leck mich. Das ist jetzt natürlich mies. Wie sehen denn die Finanzen bei uns aus? Oh. Oh, ernsthaft? Machen wir jetzt wirklich nur noch Minus? Aber warum? Okay, wir machen doch wieder Plus. Oh, zum Glück. Ich dachte gerade eben wirklich, das war mit uns. Dass ich jetzt schon wieder hier die Wirtschaft komplett verplant hätte. Okay, das hier gefällt mir überhaupt nicht. I'm sorry, aber wo sind wir hier, wenn wir keine Ordnung haben? Jedenfalls nicht in meinem Zoo. Oder Park. Je nachdem, was man sagen möchte, ne? Scheiß Betriebskosten sind halt wirklich fucking hoch, Alter. Das ist unglaublich. Ach Gott. 450.000. Ich hoffe, der Oxalaya, der holt das hier wieder raus. Der T-Rex alleine macht es ja anscheinend nicht. No front. 240er Bewertung. Zu 224er Bewertung. Das nenne ich mal eine Kampfansage, to be honest. Dann kriegen wir hoffentlich auch das hier hoch. Dann kommen mehr Leute. Dann kriegen wir hoffentlich das hier hoch. Dann sollten wir vielleicht mittlerweile dann schon genug Geld haben für ein neues Kraftwerk. Hoffentlich versucht ich nicht auszubrechen. Weil wenn doch, wird teuer. Wird sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Ah ja, stimmt, und das Verlegen kostet ja auch nochmal Geld. Oh. Oh. Erstmal verkaufen hier, das ist gut. Ja, komm. 15.000 kann man da ruhig mal wegwerfen, das ist nicht das Problem. Hier habe ich jetzt übrigens alles geholt, was wir holen konnten vorerst. Auch wenn da stand, dass da noch eine Sache gibt, die ist nichts, die man sich noch holen könnte. Sie werden mir nicht angezeigt, also kann ich sie mir auch nicht holen. Sagen wir es so. Oh, der sieht auch cool aus. Ja, ist cool, was noch kommt. Ich denke, darauf kann man sich freuen. Alter, freue ich mich auf den. Alter! Jetzt geht's los. Ganz groß.
Let's go. Alter Schwede. Alter Schwede. Geklatscht, da liegt er. Da legst du die nieder. So, das wird jetzt interessant. Ob das funktioniert hier in dem Gehege. Ich wage es zu bezweifeln. Weil er sehr viel Wasser möchte. Und ich ihm das wahrscheinlich nicht bieten kann hier. Aber wie immer stirbt die Hoffnung zuletzt, ne? Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er sich hiermit zufrieden gibt. Oder vielleicht sogar sagt, das ist ihm zu viel Wasser. Ich hätte gern weniger. Das wäre natürlich mega episch. Krankheit ausgebrochen. Kann ja nur einer von den beiden sein. Füge Aufgabe hinzu. Gut, dass ich alle Krankheiten studiert habe. Zecken. Habe ich nämlich alle schon studiert. Da kommt er. The moment of truth, Alter. The moment of fucking truth. Produkt transportiert. Oh, es ist ihm genug Sumpf, aber zu wenig Grasland. So, vielleicht. Ah, jetzt gibt's den Sumpf, oder? Wir brauchen ein größeres Gehege. Alles klar. Team? Betäubt den nochmal bitte, weil wir können uns das nicht erlauben. Wir können uns das echt nicht erlauben, dass der irgendwie abhaut. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Weil dann sind die Finanzen von unserem Park wirklich im Arsch. Mal gucken. Das ist ihm groß genug. Perfekt. Jetzt wieder nicht. Wollen wir machen wir erstmal alles weg. Kann man sich ja später noch drum kümmern. Bald ist ihm zu wenig. Ja, das regeln wir mit ein paar Bäumen. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Sagen wir, fliegen ihn erstmal wieder hoch und liefern ihn erstmal wieder ab. Sumpf können wir ja noch ein bisschen kleiner machen, ne? Ja, ganz klein gucken aber nur. Da auch lieber weniger als mehr, würde ich sagen. Weil jetzt ist es wirklich kritisch bei ihm. Nicht müssen wir sein Gehege noch größer machen. Nach hinten noch ausbauen. Ich will jetzt aber erstmal so weit haben, dass er sagt, yo, ich bin zufrieden hier. Was wir machen, das mit Standardbohren. Transport im Gange.
So vielleicht. Produkt zugestellt. Ist ihm zu wenig Grasland. Ich finde die Gehege halt so unglaublich langweilig, wenn die so leer sind. Ich hoffe, das machen die im zweiten Teil besser. Jetzt ist er zufrieden. Ich hoffe wirklich, dass sie das im zweiten Teil besser machen, weil so ist das super lame. Aber hier ist ja nichts im Gehege, ne? Hier ist ja faktisch einfach nichts im Gehege. Hm. Echt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde so gern was mit Steinen wieder machen, aber... Gehege ist schon so verbaut und alles. Das ist alles irgendwie nicht so optimal. Ich hätte auch gerne einfach nur Sand. Das ist Schnee. Ja, funktioniert alles irgendwie nicht. Naja, lassen wir es lieber so, bevor unglücklich wird und komplett ausrastet. So, warum haben wir denn... Großartige... Das ist gut. Die Dinosaurier fühlen sich schon mal sehr wohl. Das ist schon mal was Gutes. Aber unsere Vielfalt ist halt noch komplett im Ass, Alter. Da können wir auch nicht so schnell irgendwie was rausholen. Das ist das nächste Problem, was ich habe. Kosten halt alle immer recht viel, aber liefern einem letztendlich sehr wenig. Weiß nicht, ob ich davon ein Fan bin, wie es aktuell läuft. Sticky Moloch hatten wir auch nicht. Der ist ganz cool. Ein bis zwei. Ja. Auch nicht schlecht. Wir können uns halt aktuell ja nicht leisten. So irgendwie, ne? Das ist nicht cool. Wir brauchen vor allem irgendwas Kleines, was hier reinpasst. Und da bietet sich ja ein Stygi Moloch eigentlich an, oder nicht? Ich werde hier den Zaun auch nicht, den Gehweg auch nicht komplett ringsherum machen. Hier kommen dann irgendwann irgendwelche Gästeanlagen hin, die wir eigentlich jetzt schon bauen könnten, weil bringt uns ja nur zusätzliches Geld. Kann also nicht schaden. Gäste. Da hat jemand noch sein Handy eingeschaltet gehabt. Die Bargetränke gehen sehr hoch. Jetzt sehe ich das auch endlich mal. Einkaufen im Kleiderladen.
alles klar. Ich würde hier gerne was hinbauen. Hier geht es ja dann einfach rüber in ein neues Gehege. Würde ich sagen. Hier würde ich gerne was hinbauen. Die Gebäude sind alle so groß. Das Einzige, was man machen könnte, wären zwei Schutzbunker nebeneinander. Das ist auch kacke. Ist vielleicht auch nicht das Schlauste, neue Gebäude zu bauen, während mir gerade der Strom knapp wird. Das stimmt, bitte trinken Sie verantwortungsvoll. Das ist, ja. Das ist sehr wichtig. Mit der Bar machen wir ja kaum einen Gewinn. Hier, 40 Euro. Mich doch nicht. Kleiner Laden ist auch sehr beliebt. Ach, Sie haben es geschafft. Glückwunsch uns beiden. So, jetzt können wir auch eigentlich ein neues Kraftwerk bauen, Alter. Ich sage aber, das mit der Stromversorgung nämlich echt knapp. Ich würde mich ja selbst um diesen Auftrag kümmern, wenn ich Zeit hätte. Pushen wir erstmal Unterhaltung und Sie Wirtschaft. Hingegen? Und den hier lassen wir außen vor. In Lambert. Wenn ich könnte, würde ich jedem Menschen die Möglichkeit geben, persönlich mit unseren Dinosauriern zu interagieren. Okay, vielleicht nur mit den Freundlichen. Ach naja, Leute, die nerven, die können auch gerne mal mit dem anderen. Was mal, pass auf, ich speichere mal kurz und probiere was aus. So. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise einen Einfluss darauf hat, aber ich probiere es aus. So, fühlt er sich noch wohl? Ja, sehr gut. Weil jetzt ist das Gehege nicht ganz so leer, weil wir jetzt hier überall noch so ein bisschen höhere Pflanzen haben. So. Das war so mein Ziel. Ach, Scheißdreck. Das geht hier gar nicht. Ist aber auch ein Prachtexemplar, ne? Erstmal ein Foto machen von dem. So ein schönes Tier. Zack. Das gefällt mir. Strom haben wir jetzt auch überall. Vielleicht noch ein Foto dann, wenn er gerade brüllt oder sowas. Das wäre natürlich noch optimal. Na los, mach den Brüller. Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Ja, komm, komm. Die Finanzen sehen solide aus. Tu es. So etwas sehen wir gerne. Ach, schade. Aber er hat kurzzeitig überlegt. Na los, tu es. Mann. Ich würde so gerne den Ruf hören. Oha. Oha.
Jo, ich als Besucher würde mir jetzt richtig Sorgen machen. Wenn mich das Vieh so anstarrt. Bruder, da macht man doch... Ja, okay. Wenn man natürlich blöd ist und lebensmüde, dann macht man ein Foto davon. Jo, Leute, ich werde gleich gefressen. Alter, wie er ihn anstarrt. Er tut es, oder? Ja, tu es, komm. Oh yeah. Fange ich das am besten ein, so? Vielleicht ein bisschen tiefer noch, ne? So vielleicht. Das Problem ist, dass es halt hier in dem Park permanent Nacht ist. Da kann man nicht wirklich viel machen. Das stört ein bisschen. Sehr gut, jetzt habe ich das, was ich wollte. Schade. Oh ja, klar. Hier oben einfach ein Hotel hin. Ich muss mir was einfallen lassen, was man mit dem Platz hier machen kann. 100.000 Gewinn. Sehr gut. Das ist mega, mega gut. Also der Kleiderladen läuft aber. Im Gegensatz zu den beiden hier. Und der hier, Spielhalle, läuft auch ziemlich gut. Spielhalle 2. Okay, keine Ahnung, warum da überall 2 steht. Theoretisch könnte man hier auch so kleine Inseln noch machen, wo jeweils ein Gehege drauf ist. Das wäre auch nicht schlecht. Aber es hat super viel Aufwand. So, wie sieht's mit Dinosauriern aus? Da fliegen wir nochmal hin. Dann holen wir uns einen von denen. Ich weiß nicht, wie viel der kostet. Der war auch irgendwie 1, irgendwas, ne? 1,4, alles klar. Holen wir uns einen von denen. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich würde sagen, der passt hier auch bestimmt hin. Repairen wir schon mal was. Bisschen zu weit. Ganz kleinen Tucken zu weit. Der da reinpasst, ob dem das groß genug ist. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ich glaube, das könnte ihm ein bisschen zu klein werden. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, wie viel Platz die anderen wollten. Jetzt müsste man halt wissen, wie groß dieser Dinosaurier ist, ne? Thank you.
So, machen wir es anders. Dann machen wir es. Oh, Alter. Ich will das nicht auf dem Gehweg haben. Das sieht scheiße aus. Machen wir das Gehege? Erstmal. So ungefähr in diesem Größenbereich hier. In diesen Dimensionen. Da Türchen rein, zack. Und hier hinten irgendwo das Hucklöchchen. Geht das wieder los, ja? Ist es wieder soweit, ja? Dürfte ich fragen, was diesmal verbaut ist?